Cheers, guys! Hey Leute, willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Für mich steht heute was ganz Besonderes auf der Agenda und wenn ihr mal wissen wollt, wie man Laufräder aufbaut, Laufräder zentriert, also Seitenschläge rausbekommt, Höhenschläge rausbekommt, was man bei Dellen macht und was es beim Laufradbau so zu beachten gibt, dann kommt mal mit, denn für mich geht es heute zu einem Laufradsponsor nach Alsnau, dem Radsporttechnik Müller und ihr könnt direkt mit dabei sein, hinter den Kulissen, wenn ein Profi mal am Werk ist. Let's go! Andreas Müller, der Inhaber des Geschäfts, war früher selbst viel aktiv auf dem Rad unterwegs. Er besitzt jahrzehntelange Erfahrung im Laufradbau und stellt mittlerweile über 1000 Laufradsets im Jahr für Zweiradbegeisterte auf der ganzen Welt her. Ich befinde mich jetzt im Laden vom Radsporttechnik Müller in Alsnau. Wir bauen jetzt einen Custom-Laufradsatz für einen Mountainbike-Enduro zusammen. Was man hier beachten muss, zunächst natürlich die richtige Narbe. Haben wir eine 6-Loch-Aufnahme für die Scheibenbremse oder Centerlock, dann welchen Freilauf müssen wir wählen, einen XD oder 12-fach Shimano und natürlich ob Boost, Non-Boost und was für eine Breite im Generellen. Der nächste Schritt wäre, okay, was für eine Laufradgröße haben wir, passender Felgenring mit der richtigen Lochzahl und zum anderen passende Speichen und passende Nippel. Durch systematisches Abzählen der Löcher in der Narbe und danach Einführen der Speichen ergibt sich nach und nach das Laufrad. Werden mit einem speziellen Montierwerkzeug zunächst vorgezogen und danach mit dem Nippelspanner nochmal nachgespannt. Bei feinsten Laufrädern darf auf keinen Fall auch feinster Kaffee fehlen, also zwischendurch mal fix die Maschine angeschmissen. Danach wird das Laufrad in den Zentrierständer eingespannt, ganz egal ob Vorder- oder Hinterrad. Im ersten Schritt dreht man es ein paar Runden und durch den Zentrierständer wird angezeigt, wie die Seiten- und Höhenschläge vom Ausmaß sind. Über den Nippelspanner kann man diese dann etwas anpassen. Ganz zum Schluss haben wir hier durch diesen professionellen Zentrierständer eine ganz genaue Anzeige auf Hundertstel genau, wie die Ausschläge sind und man kann es perfekt zentrieren. Per Hand ist das auf keinen Fall möglich. Nachdem das Laufrad zentriert wurde, wird mit dem sogenannten Tensiometer überall die Speichenspannung gemessen. Die sollte auf dem ganzen Laufrad möglichst gleich sein. Und dann heißt es nachspannen, wieder prüfen, schauen, wie sind die Seiten- und Höhenschläge und wenn man fertig ist, kommt das große Finale, der Hub- bzw. Soundcheck. Let's go! Zum Abschluss wird dann nochmal das
Felgenband aufgeklebt, in diesem Fall wird das Tubeless-Band auf diesem Laufradsatz drauf gemacht und die Tubeless-Ventile werden durchgesteckt. Dann geht das Laufrad, also der komplette Laufradsatz, ab in den Karton mit den passenden Laufradtaschen und direkt nach Hause zu euch bzw. zu mir. Wir sind nun beim Finish angelangt. Auf Wunsch werden die Laufräder komplett tubeless ready gemacht mit farblich passenden Ventilen. Bleibt jetzt auf jeden Fall mal noch dran, denn im Anschluss gibt es für euch noch ein paar ganz heiße Tipps, Tricks und Kniffe, was das Thema Laufräder, Defekte, Dellen und Schläge betrifft. Kommen wir zu den 5 Tipps bzw. Tricks und Hacks, die ich über Laufräder habe. Wichtigster Tipp Nummer 1, verwendet einen Nippelspanner. Manchmal ist er an Tools schon dran, aber es gibt auch einzelne Nippelspanner mit einer schönen Auflagefläche für die Finger, wo man wirklich sehr sensibel, aber auch wenn man möchte, mit viel Kraft dann anziehen kann und es geht wesentlich schneller und einfacher. Im besten Fall legt ihr euch so einen Nippelspanner zu, der einzeln ist, kostet glaube ich 3 oder 4 Euro. Tipp Nummer 2. Hat jetzt nicht direkt was mit Laufradzentrieren oder so zu tun, aber wenn ihr Laufräder bearbeiten möchtet und das ein bisschen genauer oder auch ans Felgenband ran möchtet, dann braucht ihr gute Reifenheber. Wie oft habe ich schon gesehen, krack, und der Reifenheber ist durchgebrochen, das mehrere Male. Ich persönlich greife nicht zu Metallreifenhebern, weil die verkratzen ziemlich viel und bei Carbon, ich weiß nicht so. Deswegen habe ich die jetzt hier von Maxxis, bin ich super zufrieden, die sind richtig dick von der Seitenwand. Also die kann ich auch kaum verbiegen und habe eine kleine Aufnahme, um sie an der Seite in die Speiche reinzuspannen, womit man den Reifen super runter bekommt. Kommen wir zum Tipp Nummer 3, der Grundsatz für das Laufräderzentrieren. Kleine Schritte machen. Wenn es geht, Viertelumdrehung mit dem Nippelspanner oder ansonsten halbe Umdrehung. Auf keinen Fall drehen, bis die Speiche übelst fest ist, weil dadurch verändert ihr die komplette Speichenspannung und verzieht das ganze Laufrad. Das Ziel ist, möglichst überall die gleiche Speichenspannung zu haben. Es wird natürlich schwieriger, wenn man einen Schlag über eine ganz kurze Breite von der Felge hat, der ganz groß ist. Weil dann muss man in diesem kurzen Feld ganz viel nachspannen. Deswegen aber trotzdem grundsätzlich kleine Schritte machen. Hack Nummer 4. Der ist jetzt was für richtige Männer. Nee, Spaß beiseite, natürlich auch für Frauen. Für was aber auf keinen Fall gedacht ist, Carbonfelgen. Wenn eine Carbonfelge kaputt ist, ist sie einfach im Arsch. Ansonsten für eine Alufelge, wenn die eine Delle drin hat, die wirklich so groß ist, dass der Reifen nicht mehr tubeless ist oder dass es den Schlauch kaputt macht, dann hat man die Möglichkeit mit einem Hammer und einer Zange diese Delle wieder zurechtzubiegen bzw. zurechtzuklopfen. Kann man wirklich auch bei Rennen manchmal sehen, von den World Cup Pros, dass sie das machen bei Enduro-Rennen. Im Endeffekt ist eine mittelfristige Lösung. Ich zum Beispiel bin schon 1,5 Jahre mal auf so einer defekten bzw. wieder gerade geklopften Felge gefahren. Beste Lösung natürlich, einfach neue Felge einspeichen. Hack bzw. Trick Nummer 5. Und das finde ich auf jeden Fall auch den geilsten, nützlichsten und einfach der beste von allen. Und zwar braucht ihr einen Kabelbinder, einen Seitenschneider, wenn es geht ein bisschen größer, und euer Rad. Ihr könnt nämlich mit diesen zwei Tools und natürlich einem Nippelspanner euch einen eigenen Zentrierständer mal kurz auf die Schnelle bauen. Nehmt den Kabelbinder, macht den um die Gabel bzw. hinten um den Rahmen, festziehen und schneidet dann quasi den Kabelbinder so ab, dass er gerade noch die Felge berührt. Dadurch, dass wir den Kabelbinder an Federgabel oder Rahmen montiert haben, ist das jetzt ein Fixpunkt. Und wenn wir den Reifen bzw. das Laufrad andrehen, können wir zum einen sehen, aber auch hören, okay, schleift es gerade, schlägt es aus, wo müssen wir es nachziehen. Im besten Fall macht man auf beiden Seiten einen Kabelbinder dran, dann sieht man auf beiden Seiten die Ausschläge bzw. hört sie auch. Und dann könnt ihr das einfach perfekt nachziehen. Super geil und einfach mega nützlich. Jetzt zum Schluss nochmal, stelle ich einfach alle Laufräder für meine 3 Bikes vor. Für das Enduro, mit dem ich auch Rennen fahre,
für mein Trailbike, mit dem ich einfach Spaß haben will, und für mein Dirtjumper. Fangen wir an mit meinem Enduro-Bike, mit dem ich unter anderem ja in Bikeparks unterwegs bin, teilweise Downhill-Rennen fahre, Enduro-Rennen fahre, aber natürlich auch einfach Enduro-Runden. Grundsätzlich möchte ich, dass der Laufrad möglichst leicht, aber natürlich auch haltbar ist bei den ganzen krassen Sachen, wo man da durchbollert. Deswegen, ich setze hier auf Carbonlaufräder vom Radsporttechnik Müller, diesen mit Newman-Namen, und das sind wirklich sehr dicke Felgen, also sehr dicke Carbon-Felgen. Warum ich hier Carbon wähle, genau bei dem Rad, ist, dass ich bei meinem Race-Bike möchte, dass es möglichst keinen Flex in den Laufrädern hat. Wenn ich in einen Anlieger reinknall, dann ist es so, dass die Alu-Laufräder sich verbiegen und mir dadurch ein bisschen Energie verloren bekommt. Und durch die Carbon-Laufräder kann ich quasi dadurch beschleunigen. Ich drücke in die Anlieger rein und komme dadurch schneller auf die nächste Gerade raus. Das ist der Grund, warum ich hier auf Carbon setze. Kommen wir zum nächsten Rad, das wäre mein Dirtjumper. Meine Laufräder für das Dirtjump-Bike. Außen haben wir eine Alu-Felge von Spank, die Spoon verbaut. Hat eine relativ große Maulweite, dass der Reifen wirklich satt auf der Felge sitzt und einfach einen stabilen Halt hat. Ansonsten werden hier dicke Speichen verwendet und eine stabile Narbe von Hope. Die ist nicht die leichteste, aber ich möchte einfach stabiles, haltbares Material. Ich mache mit dem Dirtbike ziemlich krasses Zeug auf Pumptracks, ich springe auf Kanten und deswegen einfach ein Satz, der nicht der leichteste ist, aber einfach super stabil, haltbar und mega geil ausschaut. Wie immer, das Beste zum Schluss. Jetzt kommen die Laufräder für mein ganz neues Trailbike. In diesem Fall 27,5 Zoll. Endlich mal wieder zurück auf kleine Räder fürs Mountainbike. Aufgebaut sind sie erstmal recht ähnlich wie die Dirtjump-Laufräder. Innen haben wir eine Hope Pro Evo 4 Narbe, aber mit XD-Freilauf, einfach, dass ich eine große Kassette montieren kann. In dem Fall eine SRAM-Kassette. Dann haben wir Rainbow-Speichen. Wie krass ist denn das? Und oben passend mit der Farbe die Nippel zu der Narbe. Quasi auch lila zu lila. Richtig geil. Außen haben wir dann einen Newman-Felgenring montiert. Der ist aus Alu. Alu hier, weil ich mit dem Rad auch Urban fahren möchte. Und Urban heißt über Treppen springen, also wirklich spitze Steine, spitze Kanten. Genau, die Felge fällt von der Maulweite auch wieder ziemlich breit aus. Das heißt, dass der Reifen satt aufliegt und der Reifen ein großes Volumen hat. Heißt, wir haben super viel Grip. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ein Offroad-Bike habt, sei es Enduro oder Downhill, nehmt eine breite Felge, ihr habt ein großes Reifenvolumen. Genau. Wenn ihr irgendwie Fragen habt bezüglich Laufräder, sei es Narbe, Speichen, Nippel, Felgen, dann schaut einfach auf der Internetseite von Radsporttechnik Müller von der Firma vorbei. Die ist unten in der Beschreibung mit drin. Könnt ihr vorbeischauen, haben sogar einen eigenen Laufradkonfigurator über Narbe, Speichen, Nippel. Kann man sich alles komplett zusammenstellen. Und ansonsten natürlich, wenn ihr Fragen an mich habt bezüglich Laufräder, warum ich was genau nehme und was Vor- und Nachteile sind, dann schreibt es mir auch einfach in die Kommentare. Genau. Zum Abschluss, wenn ihr das Video gefeiert habt, wäre es mega, wenn ihr mir ein Abo da lasst und schaut auf jeden Fall das nächste Video an, zum Beispiel von meinen Fahrtechnik-Tipps und Tricks. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Jordi. Cheers!